Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mirror's Edge Catalyst. Und wir sind bei Gefangener X und reden mit Isabel Kruger. Du schon wieder. Bist du enttäuscht? Das ist völlig egal. Du bist so gut wie tot. Mein Vater wird hier alles dem Erdboden gleich machen. Für sein braves Töchterchen tut er wohl alles, hm? Du wirst bestimmt mal eine tolle Führungskraft. Wie du meinst. Was willst du? Meine Freunde. Ich weiß, sie sind nicht alle tot. Nur leider ändert das nichts. Du siehst sie niemals wieder. Wo sind sie? Frag doch meinen Vater. Er redet sicher gern mit dir. Darauf wette ich, aber ich frage dich. Und wenn mir deine Antwort weiterhilft, hole ich dich hier raus. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und der Aktenzugriff ist nur über den Krugersec-Hauptrechner möglich. Viel Glück damit. Ich habe immer Glück. Plastik, kannst du mir helfen, bei Kasek einzubrechen? Ich muss an ihren Hauptrechner. Bei Kasek? Im Hauptquartier? Claro. Gut, legen wir los. Leute, will die da ins Hauptquartier spazieren? Hey, wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Wo steckst du? Ich habe Neuigkeiten über Noah. Es könnte sein, dass er noch lebt. Das ist doch... wann? Ich bin gerade dabei, die Information zu überprüfen. Großartig. Halt mich auf dem Laufenden. Ich denke übrigens, dass wir uns langsam von Black November verabschieden sollten. Rebecca wird mir von Tag zu Tag unheimlicher. Ich habe gehört, sie hat neulich bei der Röhre einen Verräter erschießen lassen. Und ich fürchte, Isabel Kruger könnte die nächste sein. Damit will ich nichts zu tun haben. Okay. Wir hauen bald ab. Die Lage spitzt sich zu. Die wird dann richtig abkotzen, die Rebecca, wenn wir sagen, piep dich ins Knie, wir sind weg. Dann bin ich mal auf ihre Rache gespannt. Wir holen bestimmt noch die Kruger-Tochter da raus. Freddy Krueger. So, ich hoffe, es ist nicht zu weit. Ich will mal runterspringen, weil da muss ich gar nicht runter. Batman. So, jetzt hacken wir uns also ins Hauptgebäude. Das kann nicht gut gehen, aber wir tun es natürlich trotzdem. Wir wären ja nicht safe, wenn wir das nicht machen würden. Da wird es jetzt wieder zu zahlreichen Kämpfen kommen, denke ich. Oh. Oh, geh hoch, geh hoch. Ich glaube, das wäre auch Selbstmord, wenn man gegen 5 Leute kämpft, wovon 2 eine Knarre haben. Wenn die 5 nur einen Schlagstock hätten, dann wäre das vielleicht machbar. Aber mit Knarren ist das so eine Sache. Och ey, das ist überhaupt nicht hoch. Oh nein. Ach Mann. Na, das kann nicht immer alles glatt laufen. So, dann nochmal. So. Sehr schön. Hey, ich bin hier drüben. Muss ich hier überhaupt lang? Das rote Ding ist schon wieder, ja, nicht sichtbar. Stellt euch mal vor, das rote Ding wäre nicht da. Ihr müsstet die ganze Zeit auf die Karte gucken, das wäre voll ätzend. Bam, bam, bam. Sorry, das müsste ich mitnehmen, wenn ich es einmal sehe. Aber war auch nicht so viel Umweg. Hey, Kamera, hallo. Ja? Hey, ich bin's. Halt. Na? Auf den Weg in die View. Ich suche so lange nach einer Möglichkeit, ins Krugersec Hauptquartier einzubrechen. Ich
machen wir, machen wir. Oh, ist immer ganz schön weit, Leute. Aber wie muss man ja Spielzeit füllen? Pläne behalten. Sie sind wunderschön und voller unglaublich interessanter Dinge. Mach doch. Blödes Papier da, brauche ich nicht. Dafür habe ich Leute wie euch, die mir den Weg weisen. Wusstest du, dass Reflection eine Flüssigkeit ist, die injiziert wird? Sie ist voller Naniten, die mit dem Wirtskörper verschmelzen. Reflection stellt eine permanente Verbindung mit dem Grid her. Hey du! Ich schätze, genau das meinen sie wohl mit werden sie eins mit dem Grid. Sobald es kalibriert ist, kann es außerdem den Gesundheitszustand und das Stressniveau regulieren. Können die Leute das denn nicht von sich aus? Und dann ist da noch irgendwas über das limbische System, das ich nicht ganz kapiere. Noch nicht. Das hört sich voll an wie so ein Zombie-Virus. Wird eins mit deinem Gen und beeinflusst deine bla bla bla. Wow, 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 wohin? Nein! Das ging mir zu schnell. Bam, bam, bam! YO, Multispektralsensoren, halbautonome Verteidigungssysteme und alles mögliche andere. Die haben da sogar Flugabwehrsysteme. Mal ehrlich, wer würde denn einen Luftangriff auf Krugersack ausführen? Ich? Weil sie damit am wenigsten rechnen. Muhaha. So. Jetzt stellt sich die Frage der Fragen. Ah, wie weit ist das noch? Hier waren wir doch schon mal. Muss ich vielleicht jetzt ganz nach oben? Da hätte ich doch vorher die Aufgabe schon erledigen können. Ich wollte eigentlich nochmal kurz gucken, wie das mit den Leitern war. Ich hatte doch was gelernt. Komm, das machen wir kurz. Wir haben eh einen Punkt zu vergeben. Beweglichkeit, Kampf. Ich glaube, Kampf wäre auch mal nicht schlecht. Positionstausch. Höherer Schaden gegen Protektoren. Füge leichte Angriffe gegen... okay. Positionstausch. Oder mehr, ja komm, wir machen mehr Schaden gegen die. Was kriegen wir dann? Ja, auf jeden gegen die brauche ich überhaupt mehr Schaden, weil die sind ein bisschen zu stark. Ich wollte bei Bewegung gucken, und zwar das mit den Leitern. Doppelte Rail Run, das wissen wir. Längeres Rutschen. Ja, das wissen wir auch. Ich brauche das mit der Leiter. Okay. Dann klettert die wohl... Okay, dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Dann klettert die an sich schneller. Ich dachte, man muss vielleicht irgendwas drücken, dass sie die Leitern schneller hochgeht, aber ist nicht so. So. Lasst euch nicht stören bei eurem Kaffeekränzchen. So, wieder hier hoch. Oh. Lass mich doch einfach nur durch. Tue ich keinem weh, ihr tut mir nicht weh und dann ist alles tutti. So, danke. Durchs Wasser. Die Tropfen sind voll geil. Kurz abgeschüttelt. Die Tropfen. Ist ganz schön weiter hinten. Wie kommt man denn an das Ding daran? Ich will es gar nicht ausprobieren, dann sterbe ich wieder 10-mal. Aber wie kommt man da? Ich kann so weit springen. Also, ich konnte so weit springen. Also, ich dachte, ich konnte so weit springen. Scheiße. Okay, wo ist denn jetzt mein roter Faden? Da. Falsche Richtung. Siehst du? Voll orientierungslos ohne das Ding. Ab.
So, wo bleiben die bösen Jungs? Wo ist der rote Faden? Also ich sterbe schon wieder relativ oft. Verhältnismäßig zu anderen Folgen sterbe ich heute wieder extrem oft. Kacke. Kacke. Ach, guck mal darüber. Aha. Nein, ich helfe dir nicht. Tschüss. Man kann sich halt auch schwerer machen, wa? Ich habe nichts in der Gegend zu suchen. Rein hier schon alle rum. Da ist auch noch ein E. Nehmen wir natürlich gleich mal mit. Ihr kennt das. Wenn wir dran vorbeikommen, nehmen wir es auch mit. Zack. Und jetzt können wir ja weiter den Weg laufen, denke ich. Ach komm schon. Warum? Was ist denn los heute? Mano. Okay, da hinten lang. Aber wenigstens haben wir die beiden Sachen eingesammelt. Alter! Ich mach gleich das Spiel aus. Das gibt's gar nicht. Gibt ja wohl, sieht man ja. Mann. Das frustet ein bisschen. Aber du musst ja auch die blöde, genau die blöde Dings hier treffen. So. Ja, hier war ich aber noch gar nicht. Sonst wären ja auch nicht so viele Dinger. Und so viele E's. So viele Chipsätze. Wir alle noch nicht geklaut haben. 5 von 24. Danke. Wenn das mal keine Falle ist, dass die Alte das einfach nur so gesagt hat, weil sie weiß, dass da übelst hoch bewacht ist. Man munkelt. Ins Wasser. Jetzt habe ich nasse Füße. Na toll. Die Kamera. Jetzt hat die Kamera mich gemeldet, aha. Hm, wieder ganz hoch. Wie immer, was sonst? Das habe ich auch anderes erwartet. Voll steril hier alles. Ah, okay, ich verstehe. So, und rüber. Lass nämlich durch, ich bin Klempner. Was passiert denn hier? Alles lila. Wir bleiben wach, bis die Scheine wieder lila sind. Aha. Haben wir jetzt einen neuen Stadtteil? Zeig mal, vielleicht haben wir jetzt einen neuen Stadtteil. Ja, wirklich, hier oben einen neuen Stadtteil aufgedeckt, deswegen. Ah, ich verstehe.
Ich verstehe. Einen neuen Kartenteil aufgedeckt, sozusagen. Ach, guck mal, das Sofa hat mich abgefangen. Sehr schön. Oh nein, ich wollte das nicht annehmen. Oh, ich wollte das nicht. Kacke, jetzt muss ich das ausliefern. Ich wollte doch eigentlich nur so ein E, so ein Chip rausnehmen. Ah, wieder zu schnell gedrückt. Wohin denn? Lauf, Forrest! Sekunden. Lauf! Hä? Ich hab doch gedrückt! Alter, heute ist echt der Counter von meinen Toten extrem hoch. Das gibt's gar nicht. Na, brauche ich die scheiß Missionen nicht zu Ende machen? Mann. Ach. Nein. Wir können die abbrechen, Mission abbrechen. Halt. Ja. Ja. Danke. So. Okay, wo muss ich jetzt lang? Ich möchte deinen scheiß Lieferauftrag nicht. Wo ist denn jetzt? Die machen mich fertig. Da wollte ich doch hin. Wegpunkt setzen. So, hier mussten wir eh lang. Dann wäre die Lieferung vielleicht doch nicht so schlecht gewesen. Dann hätte ich erstens Punkte bekommen. Sag Bescheid, wenn du den Wegpunkt erreicht hast, dann schicke ich einen zu dir. Was? Mit einem Vito? Okay. Dann hätte ich A, die Punkte bekommen und B, wir wären schon an der richtigen Stelle gewesen. Aber egal. Wow. Wow. Coole Bude, ey. Komm, jetzt müssen wir mal kurz hier kurz. Voll die Hightech-Küche. Alles vergrobt. Ach, hier können wir auf den Balkon lang. Ich hab gedacht, ich treff's. Ich schwör's. Ich hab gedacht. Ah, Mann. Leute, es tut mir leid. Heute ist echt, das ist nicht die coolste Folge auf jeden Fall. Ach, hier geht auch vor allem noch die Treppe runter. Oh Mann. Ey, mach mich nicht fertig jetzt. Spring da rüber. Ey, Leute, ohne Witz, ihr seht das. Oh Mann. Eine Tüte Mitleid, bitte. Danke. So, Anlauf holen. Haben wir gerade ein Juhu! Hallo. Da hingen sie gerade fest. Da hinten ist ein Wal in der Luft. So. Jetzt dürfen wir doch fast da sein. Schön die Dinger einsammeln. Und jetzt alles lila. Boah. Balanciert. Und da haben wir es erreicht. Plastik, ich habe den Wegpunkt erreicht. Gut, gib mir eine Sekunde. So, das war's. In deiner Nähe war bereits ein Vitol auf Patrouille. Ich habe ihn zur Untersuchung einer Straftat umgeleitet. Du musst ihn unbedingt erwischen, wie auch immer du das anstellst. Och nein! Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ey, heute steckt echt der Wurm drin. Da steckt der Wurm drin. Das muss an der Mission liegen, ich weiß auch nicht. Der Vitol müsste jetzt jede Sekunde eintreffen. Halt dich bereit, Faith.
Jetzt muss ich die wieder alle kaputt machen. Was ist denn hier? Ist hier eine Glas? Oh, eine Glaswand. Die hat man gar nicht gesehen. Er ist da. Du musst ihn erreichen, bevor er wieder abhaut. Verfolge ihn und nutze dann das Mag, sobald er in den Schwebeflug geht, um dich dran zu hängen. Okay. Ich versuch's. In den Pool. Die Idioten fliegen zu den falschen Koordinaten. Hinterher, Faith. Es war klar, dass da irgendwas passieren muss. Rechts ist er. Boah, und am Ende machen wir wieder so einen James-Bond-Sprung. Oh, komm. Tut mir leid. Schaffe ich das noch? Guck's dir nicht 5 Stunden an. Nimm's mit und geh. Bleib an dem VTOL dran. Er müsste irgendwo weiter vorne Halt machen, um ein Gebäude zu überprüfen. Da ist er. Vor allem, ich soll mich beeilen und sammle die ganze Zeit die Dinger. Aber wenn wir halt einmal hier sind... Oh, da war noch eins links. Da war noch ein E. Aber ist jetzt egal. Wir müssen jetzt den Vito E-Volt oder wie auch immer das Ding heißt. Und das war alles. Und was sagt Henry zu der ganzen Sache? Ich kann ihn schon seit 2 Tagen nicht mehr erreichen. Wenn Dogen beteiligt ist, wirst du vermutlich nie wieder mit ihm sprechen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe Angst. Ja, zu Recht. Ich rede mit ein paar Leuten aus dem Vorstand, aber ich kann nichts versprechen. Mein Einfluss ist nicht mehr so groß. Und deine jüngsten Eskapaden waren auch nicht gerade hilfreich. Na endlich. Dieser dämliche Pilot kann also doch Navigationsdaten lesen. Ich habe ihn dazu gebracht, anzuhalten. Setz jetzt das Mac ein, bevor er weiterfliegt. Boah, jetzt wird's kriminell. Ich fühle mich ja ein bisschen wie auf dem Präsentierteller. Keine Sorge. Ihr Störfeld schirmt dich ab. Aber was, wenn mich jemand sieht? Du weißt schon, mit seinen Augen. Oh, naja, das passiert schon nicht. Na, das wird schon nicht passieren, nein. Okay, wo steige ich ab? Am Landeplatz natürlich. Anschließend folgst du den Wartungstunneln bis zum Big Dog. Da findest du dann ihre Serverstacks. Die sagt es so einfach. Wir hängen hier in 1000 Meter Höhe. Bisschen luftig hier oben. Kriege auch eine Lungenentzündung. Der VTOL wird in die Projekte umgeleitet. Du musst absteigen. Bitte? Ich kann doch hier nicht einfach loslassen. Natürlich nicht. Dadurch würdest du dich umbringen und das wäre ziemlich bescheuert. Ich meinte, du solltest absteigen, sobald ihr das Gebäude überfliegt. Faith, lass jetzt los! Okay, ich bin jetzt auf dem Pub. Und ich habe mir nicht mal was gebrochen. Glaube ich. Die Sache tut mir leid. Meine Überbrückung hat nicht funktioniert. Du musst jetzt rüber zum Big Dog. Wie, die hat nicht funktioniert? Gleich habe ich wieder tausende von den Typen auf dem Hals. Um auf die Gefangenendaten zuzugreifen, musst du im Big Dog eine Verbindung zum Hauptserver-Stack herstellen. Du kannst die Aufzugsschächte nutzen, um nach unten zu kommen. Okay. Geht eh nicht gut. Obwohl, hier ist schon das Ziel. Na, wie oft werde ich noch sterben? Ich hab's gerade noch gesagt, na, wie oft werde ich noch sterben? Das gibt's es. Das. Scheiße. Diese Mission macht mich fertig. Fick und fertig. So. Hängen bleiben. Sag das doch. Woher soll man das auch wissen beim ersten Mal?
kann doch nicht bis da rüber springen. Schafft die das? Nicht schlecht. Aber die auditiven Effekte sind dennoch stark genug, um weitere Forschungen zu rechtfertigen. Meinen Sie nicht auch? Auf jeden Fall. Es wäre ausgesprochen hilfreich, wenn wir uns nicht ausschließlich auf visuelle Reize verlassen müssten. Ich sag da jetzt nichts zu. Rein gar nichts. Krass, ey. Hat schon jemand mitgezählt, wie oft ich gestorben bin? Verrückt. Ich mach nichts anders als sonst. So. Aber die auditiven Effekte sind dennoch stark genug, um weitere Forschungen zu rechtfertigen. Meinen Sie nicht auch? Auf jeden Fall. Es wäre ausgesprochen hilfreich, wenn wir uns nicht ausschließlich auf visuelle Reize verlassen müssten. Ja. Ich werde gleich morgen mit Director Ford darüber sprechen. Ich bin jetzt unten im Aufzugsschacht. Was kommt als nächstes? Lass mich kurz nachsehen. Okay, du bist ganz in der Nähe des Verbindungsgangs. Du musst jetzt durch den Wartungsbereich nach draußen. Da kommst du dann rüber. Sie sagt es immer so einfach. Ja, geh einfach dahin und dahin. Du bist die Erste, die jemals in die Docks einbricht. Das macht dich zu einer Legende. Falls du überlebst. Falls du überlebst. Das hat mir nicht so gefallen. Plastic, was ist eigentlich mit deiner Familie? Sie ist in den Greylands. Warum? Wie kommt es, dass du nicht bei ihr bist? Ich ertrag meine Schwester nicht. Sie ist eine Idiotin. Hast du eine Schwester? Nein. Nicht mehr. Sobald du an den Lüftern vorbei bist, hast du den Hauptserver-Stack erreicht. Er ist das Herzstück von Krugersack in Glass. Ich wünschte, ich könnte ihn mit eigenen Augen sehen. Ich mach dir ein Foto mit meinem Smartphone. Verbindung zu einem der Priorität-Switches herstellen. Den Rest. Boah, das sah voll Matrix-mäßig aus. Also. Ich wollte euch das nur zeigen. Ich bin. Mit Absicht. Gestorben. Alter, Verbindung zu einem der Priorität-Switches herstellen. Den Rest kann er nicht übernehmen. Boah, die steht hier auf der. Krass. Voll abgespaced. Das ist das reinste Labyrinth. Naja, er wurde ja auch nicht für Menschen konzipiert, sondern für Maschinen. Es geht um reine Funktionalität. Ich wette, er ist wunderschön. Ich würde dich. Hä? Ich hab nicht mal was gedrückt. Wollte, dass sie sich wieder hinstellt, nachdem die da gestolpert ist. Und dann auf einmal falle ich ins Nichts, in die Matrix. Alter, ist das. Also, Leute, die Tonne ist. Die Folge ist echt für die Tonne. Krugersack. Du solltest außerdem wissen, dass man uns bemerken wird, sobald du mich anklickst. Ich kann die Sicherheitssysteme zwar ein bisschen verlangsamen, aber es ist leider unmöglich, vollkommen unentdeckt zu bleiben. Ich würde dich ja bitten, mir den Raum zu beschreiben, aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Bist du beschäftigt? Jetzt nicht mehr. Ich muss mich halt vielleicht ein bisschen mehr umgucken. Boah, die Folge ist richtig fail. Sorry, Leute. Ich würde dich ja bitten, mir den Raum zu beschreiben, aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Bist du beschäftigt? Nein, tut mir leid. Vergiss, dass ich gefragt habe. So still wie du bist, bist du offenbar sehr beschäftigt. Kuma lässt dich übrigens grüßen. Er scheint dich zu mögen. Und das, obwohl er eigentlich niemanden mag. Irgendwas stimmt nicht mit seinem Emotionsalgorithmus, aber ich kann den Fehler einfach nicht finden. Okay, ich bin da. Ich stelle jetzt eine Verbindung zu einem der Priorität-Switches her. Und? Die Verbindung steht. Ich stürze mich rein. Es kann übrigens sein, dass du gleich ziemlich schnell abhauen musst, also sei bereit. Bin ich immer. Aha. Okay, ich habe jetzt Zugang. Wow. Also mal sehen. Gefangenendaten. Da sind sie ja. Ich hab sie. Und wir wurden bemerkt. Verschwinde von da. Moment, eine Sache noch. Schnapp dir alles, was du über Isabel Kruger findest. Wissen
ist sie. Erledigt. Und jetzt hau ab. Ich beginne mit der Entschlüsselung. Ich konnte den Alarm verzögern, aber er wird in ein paar Minuten losgehen. Der schnellste Weg nach draußen ist das Mitarbeiter-Shuttle. Er fährt von der Lobby aus ab. Jetzt gibt's Ärger. Alter, bist du erstmal desinfiziert? Ach, ey, geh doch dieses scheiß Loch rein. Also heute ist echt. Wo soll ich denn hin? Ja, wenn sie denn die mal nehmen würde. Ach ja, ich bin die Putzfrau. Verkleide dich doch einfach. Ich hätte mich jetzt eiskalt als Putzfrau verkleidet. Keine Lüftungsschacht? Ach da. Oh. Ich bin in der Lobby. Nein, der Zug fährt gerade ab. Du musst wohl oder übel auf den nächsten warten. Mach ich. Bleib ich aber hier sitzen. Es ist soweit. Wir sind in höchster Alarmbereitschaft. Ich hoffe, du schaffst es. Jetzt hat er mich entdeckt. Das erste mit den Knarren töten. Mit seinem Scheiß. Boah, da schießt einer, da schießt einer, da schießt einer. Weg, nicht weg, nicht weg. Komm, ich schub's mal die Treppe runter. Ja, wir haben sie gleich. Was ist denn mit der Knarre? Wir haben sie. Das kannst du nicht gewinnen. Ich hab den schon gewonnen, du. Bitch. Boah, das ist dieser Schnelle. Erstmal abhauen. Bisschen Energy sammeln. Hab doch die Bahn, ich also doch. Hey, der nächste Zug sollte jetzt eingetroffen sein. Sobald du drauf bist, sorge ich dafür, dass er auch abfährt. Und drauf. Hey, weiter vorne ist ein Wartungszugang. Ich bremse den Zug ab, dann kannst du absteigen. Alter Falter. Steht in den Akten auch was über Noah? Und ob, er wurde verlegt nach Kingdom. Wo das ist, steht ja aber nicht. Ich weiß vielleicht, wie ich's rausfinde. Hey, ich überprüfe da mal diese Kruger. Oh, danke, Plastik. Ich melde mich. Gefangener X abgeschlossen. So Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge in der nächsten Hauptmission wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Ciao.